muss wieder Kohle einzahlen. Du machst ja echt Kohle. Ich glaube, die 2 Millionen, die knackt mal locker. Ich glaube, ich habe die angefangen mit 700.000 oder so. Oder 800.000 knapp. Gut, es sind noch 250.000 mit drin. Abgesehen davon. Die war ja für die Double Action Revolver, den wir da gemacht haben. Bekommen. Schwerer Autodiebstahl, ne? Aha. Wo du wieder zu anstiftest hier. Schwerer Autodiebstahl, GTA. 2 bis 4 Personen, okay. Ja, es gibt halt auch viele Simulationen, die sind nur 1 bis 2 Spieler, da kann ich nicht, die kann ich nicht starten. Naja, alles gut. Nicht, wenn wir zu dritt sind, das stimmt wohl. Wenn man immer alleine sind, kann man machen, ja, aber wenn man nicht, wenn da noch Leute dabei sind. So, okay, ich brauche mal wieder mein Auto, wahrscheinlich stehe die Zielfahrzeuge, aha. Hab über den Zaun. Über solche Zäune sollte man übrigens nicht immer nicht drüber springen. Nicht einfach so. Weil da sind diese komischen Zacken dran. Ich habe das mal gehabt, das Kumpel, also damaliger Kumpel von mir, der hat das gemacht. Der ist über so einen Zaun gesprungen und abgerutscht und hat sich dann quasi auf diese Stacheln gesetzt. Mhm. Der hat ein Loch im Hintern, also im Oberschenkel quasi. Hatte der so einen Zaun noch drin. Das war bei meinen Eltern über ein Dings. Haben aber auf der Straße vom Haus Fußball gespielt und ja, und der wollte den Ball holen gehen und ist dann rüber gehüpft. Weil man ja auch nicht einfach um den Zaun gehen kann. Es ging nicht. Weil der Zaun hat quasi die, weil wir hatten so vom Rohr von meinen Eltern so eine Abhöschung drunter. Und da sind halt diese Zäune drüber. Und dann ist er da hoch rübergegangen und ist abgerutscht und hat sich auf diesen Zaun gesetzt, auf diese Stacheln gesetzt. Hat aber auch nur eine mitgenommen, Gott sei Dank. Er hat sich auf einen so einen Zacken gesetzt. Ja. Da sollte man durchaus aufpassen. So, stehen die Ziehfahrzeuge. Ach, ich gebe mich doch am Arsch. Fahren die? Ja, ne? Ja. Okay. Naja, ich fahre zu dem einen oder anderen, der etwas weiter weg ist jetzt noch. Okay, das ist ja nicht. Boah, scheiße, der PC, Alter. Aber den muss ich auch wegfahren. Vor allen Dingen, man ist in der Nähe von dem Auto, von dem Autohaus, okay. Ach, du bist halt da. Oder zumindest einer von euch. Warte mal, wo steht denn der Wagen? Steht der hier unten? Ja, du bist dran. Und Baby ist wieder an dem anderen Auto dran, ne? Warte mal. Baby, kommst du klar? Funktioniert das alles da oben? Oh, ich bin wieder voller Rei. Au! Ja, da komme ich hoch, warte. Ich bin eigentlich zu dem Auto gefahren, was Markus gefahren hat, also ich bin jetzt ein bisschen weiter weg. Aber ich brauche 2 Kilometer, dann bin ich dran. Die Frage. Ach, Alter. Boah, ich hasse das, wenn die NPCs denn noch. Ja, lass mich in Ruhe. Wenn der einen noch einfach blind rüberzieht und dann noch abbringt. Aber 2 Autos, das ist. Weiß ich nicht. Kommt von der Zeit her ein bisschen knapp vor, aber wie gesagt. Ein bisschen viel vor, so rum. Ich vermute, dass da nochmal 2 Autos kommen. Auto.
die Karre ist das. So, dann einmal darüber. Uiuiui. Baby lernt driften mit dem Auto. Was geht bei dir kaputt? Die Brücke ist so groß, dass der Baby erstmal Abflug. Geht, kommt's. Also hängt's fest, ne? Warte, warte, ich hefte hier raus jetzt gerade. Also sollten da noch zwei Autos kommen, wird's knapp. Weiß ich nicht. Ich kann's halt nicht sagen. Wir will nicht kommen zu dem anderen Auto noch rein. Aber die Frage ist, ob das jetzt reicht. Mir kommt die Zeit auch ein bisschen sehr viel vor für zwei Autos, mal abgesehen davon. Aber wie gesagt, vielleicht lässt das auch ein bisschen übrig. Also ansonsten wird es wirklich knapp, ja. Wir sind da, alles gut. Ja, das Auto sieht sehr gut aus. Ist doch noch heil. Tatsächlich. Ja, das wird jetzt nichts mehr. Kann man eh gleich neu starten. Außer wir machen jetzt wirklich hinne. 2 Minuten 50. Was wir denken. Ja, wir haben sehr viel Zeit verloren unterwegs. Dann nehmt ihr gleich das Auto, was hier oben steht. Ich fahr's dann weiter weg. Ich... Ja, kann sein. Ich hab hier noch als 800 Meter weg, aber warte mal. Ich muss gerade noch gucken. Ja, definitiv. Wir haben 2 Minuten 20 noch. Ich beeile mich jetzt gerade auch, dass ich an das Auto rankomme. Aber der eine steht. Das könnte es vielleicht ein bisschen einfacher machen. Mann, ey. NPCs, Alter, ey. Ihr seid so zum Kotzen. So zum Kotzen, das ist unfassbar. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt natürlich hier ohne Ende Feinde habe. Mann! Nee, es wird nicht mehr. Kann man vergessen. Kann man gleich. Ach, komm, wir haben eine Minute 50 noch, das wird schwierig, ja. Ja, aber das andere Auto, das ist nicht mal in Reichweite, das ist irgendwo ganz weit im Norden. Ich habe hier Feinde ohne Ende, ich muss jetzt erstmal die ganzen Feinde wegschießen. Das Auto ist immer noch nicht in meiner Dings. Ach, da oben steht der Wagen. Der ist das. Zweite Auto habe ich. Ja.
1,3 Kilometer, also ich muss jetzt erstmal so. Aber ja, ich bin noch nicht mal in dem anderen Auto drin. Ja, vielleicht reichen 3, mal gucken. Nein, ich vermute nicht, aber wir werden es jetzt sehen. Ja, wir haben viel verloren unterwegs, das ist klar. Wir haben ein bisschen sehr viel Zeit vertrödelt, aber gut. 30 Sekunden noch, aber Mensch, steig ein! Oh, ey, nein, das ist vorbei. Vorbei. Ja, natürlich vorbei. Ist das vorbei. Ich lief jetzt mein Auto ab und dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir die Bezahlung für 3 Autos. Das andere Auto stand in einer Polizeikontrolle mit 4 Polizeiautos drumherum. Ja, geil. Das willst du natürlich haben. Ach, ernsthaft? Das Geilste ist, dass du hier noch... Oh, das wird schwierig. Ich hab's noch geschafft auf die letzte Sekunde. Ja, Zeit abgelaufen, klar. Ja, das ist schwierig. Wir haben 3 Autos haben abgeliefert. Ja, ihr habt da wohl einfach zu viel Zeit gebraucht bei dem einen. Ja. Neustart, okay. Ja, ich will die schaffen. Also, ja, natürlich, der Ehrgeiz ist da, das Ding zu schaffen, klar. Ja gut, du weißt aber jetzt, wo du hin musst, glaube ich, ne? Mit dem einen Ding. Dann machen wir nämlich jetzt genau das gleiche nochmal. So, ich nehme jetzt einfach hier so eins. Ja. Ich muss jetzt gerade nur wissen, wo der eine Wagen noch stand. Ach Gott, das habe ich jetzt natürlich jetzt nicht gemerkt. Weil eigentlich macht es am meisten Sinn, jetzt quasi sich zu trennen zu den Orten. Ja, ich fahre jetzt wieder rechts. Ich fahre wieder den rechten an. Na, ich meine das nicht, weil ich bin ja jetzt auch hinterher getrödelt und habe quasi nichts getan. Weil ich habe das letzte Auto ja auch verloren, weil ich jetzt auch mal zu dem einen Auto fahre. Wir sind hier komplett woanders gespawnt. Nö, ist wieder gleiche Stelle gespawnt, die Autos. Ja, wir sind woanders gespawnt. Nö. Wir sind eben auch schon auf dem Parkplatz da gespawnt. Verschwinde mit deiner Karre da. Ja, ich bleib jetzt auch mit in der Stadt. Weil ich fahre euch jetzt quasi nicht wieder zurück. Ich brauche dich nämlich hier nicht. Nee, darum geht's mir letztendlich. Ich bin ja aber auch eben zurückgefahren mit und habe dadurch natürlich die übelste Zeit verloren. Weil so kann ich das nächste Auto noch versuchen abzufangen. Ich musste dann vom Hafen wieder raus und das Auto suchen. Alter, wo bin ich denn da gelandet? Sie kein. Was ist auch? Willst du euch helfen? Warte, ich fahr mal vor. Genau, du fährst jetzt allein aus dem Auto rüber. Ich bleib dann hier in der Stadt, um mir das letzte, um mir den letzten Zug zu holen. Sehr gut. So müssen wir warten, bis Baby abgeliefert hat. Die hat nämlich auf 4,5 Kilometer bis zum Ziel. Ich fahre auch gleich da hoch, wo es eben gespawnt war. Gut, der eine wird jetzt gleich aus dem Hafen wieder kommen wahrscheinlich. Ja, egal, kommen wir schon hin irgendwie.
Ich muss halt jetzt nur, ich hab's nur als abwarten. Ich vermute, dass es hier war. Ich weiß es aber nicht genau. Sonst merke ich mir einfach gleich nochmal den Punkt. Ich war das auf Rappel. Ich kann jetzt nichts. Mal groß jetzt irgendwie. Wie weit ist Baby? Sie ist auf jeden Fall mit dem Auto schon unterwegs. Ja, dauert, wie gesagt. Jetzt müssen wir aber nur abwarten, bis das jetzt Auto abgeliefert wird, damit wir wissen, wo die anderen stehen. Da steht so. Der. Scheiße. Dann habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut. Weil ich stehe. Du bist schon oben an dem Auto. Ich gehe mit Baby an das letzte. Ja. Das waren, glaube ich, nur die beiden noch, ne? Ja. Oder soll ich dir helfen, soll ich hochkommen? Weil ich fahre zum Babys Auto, zum anderen und zu der Mutterin. Ich weiß es nicht, wie weit ich hier mit den Cops hier komme, ja. Wie gesagt, wenn du sagst, du brauchst Hilfe da oben, fahr ich hoch. Ansonsten lass Baby im Hafen unten warten, bleib da, ich fahr zu dem Auto. Weil es bringt jetzt nichts, da unten rauszufahren, ich bin einmal auf der Straße unterwegs. Ich habe mein Auto eben auch abgeliefert. So, hab's. Sehr gut. Ja, ich hole das letzte jetzt, wie gesagt, das ist jetzt nicht schwer. Oh mein Gott, mit dem Scheiß NPC, weißt du, in dem Moment zieht der rüber. Ich fahre mit Vollgas rum und lande im U-Bahn-Schacht, weil der einfach so blind rüber geballert ist. Ich war 500 Meter vom Ziel. Dreckspenner, Alter. Dafür stirbst du, Arschloch. Scheiß NPC. Auch nicht schlecht, man erschießt Cops und kriegt keine Cops. Ah, Scheiße. Brauchst du Hilfe, Kev? Nein. Ich hab's Auto. Wir kommen so ziemlich zeitgleich rein, ja. Zwei, genau. Ach, hau doch mal ab da. Ah, es war nicht das schwerste, ein paar Feinde wegzuschießen, die Karre den da rauszuziehen. Und ehe sie gucken konnten, war ich weg. Sonst waren noch ein paar übrig geblieben, aber. Die haben jetzt waren jetzt nicht tragisch.
Ja, zwar die richtige Entscheidung, schon mal so ein bisschen zum Überlegen, wie man, wo man da hin muss und dann einfach schon vorfährt. So sparst du dir einfach unbedingt Zeit für die Fahrerei. So, gut. Ja, die haben alle schon gemacht. Ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe, warum der hier nicht erstmal Sachen vorschlägt, die du noch nicht gemacht hast. Ja. Das stimmt wohl. Ach, Mann. So, Kohle mal einzahlen, nehmen schnell. So, okay. Ich glaube, wir werden dann jetzt auf Rennen wechseln müssen. Wir haben alles durch. Wir haben alles durch von Simeon? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt auf die Rennen, ja. Dann lass mich kurz einzahlen, nehmen kurz und dann. Und das, was wir nicht haben, das geht nur zu zweit. Ja, alles gut. Das wäre halt ein bisschen scheiße, wenn dann einer zusehen müsste die ganze Zeit. Nee, das, da schließt mal keinen aus, dann gehen wir jetzt auf die Rennen. Richtig. So, ah, sie sind wir nicht. Vielleicht machen wir die irgendwann mal, wenn wir wirklich nur noch zu zweit sind.